Zu der wohl Bürger und Bürgerinnen nächsten Ebene, nämlich der kommunalen Ebene. Zunächst einmal wollen wir aber unsere ja, hochkarätigen Gäste hier begrüßen. Einmal Herr Markus Letzmann, dann digital dabei und hoffentlich kann er uns hören. Dann Herr Dr. Meier Falke. Dann haben wir noch Dr. Moritz Philipp Koch und Herrn Staatssekretär Herr Dr. Jan Heimisch. Ja, zusammen werden wir uns jetzt auf eine ganz Entdeckerreise begeben. Wir werden einen Einblick geben über die Herausforderungen auf kommunaler Ebene an der Schnittstelle zwischen Gefahrenabwehr und Gesundheitsversorgung. Und ja, wir sind dabei vielleicht der großen Frage, ob unsere Kommunen auch in solchen Krisenzeiten noch funktionsfähig sind. Genau, und damit kommen wir auch direkt zu dem Mann hinter der Corona-Schutzverordnung, der auch erst heute Morgen, wie wir schon gehört haben, noch eine Landtagsausschusssitzung zum Thema Corona teilgenommen hat. Markus Lettmann. Markus Lettmann ist Jurist und Ministerialdirigent im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW und Abteilungsleiter für Arbeitsschutz und Aufsicht sowie Vorstand der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. In seiner Position ist er seit Beginn der Krise maßgeblich verantwortlich für die Corona-Schutzverordnung des Landes, die er zunächst alleine mit einem Kollegen aus der Staatskanzlei erarbeitet hat. Mittlerweile wird er dabei von einem neuköpfigen Team unterstützt. Vor seinem Wechsel in die Landesverwaltung war Herr Lessmann als Beigeordneter im Stadt Westweiler und als erster Beigeordneter des Landkreistages NRW im kommunalen Bereich tätig. Freundliche Einleitung, weil wir ein bisschen hinter der Zeit sind, spare ich mir zu viele Vorbemerkungen, aber es macht unheimlich Spaß, heute mal hier sein zu können, denn das ist, glaube ich, sicher was, was in der letzten Zeit in der Pandemie viel zu kurz gekommen ist, irgendwie so einen Austausch zu haben. Insofern fand ich die Vorträge heute schon super spannend und bin einfach dankbar, jetzt auch irgendwie die Brücke schlagen zu können von dem, was wir im letzten Panel hatten, auf die kommunale Ebene. Einmal als Person, weil ich von der Kommune gekommen bin und jetzt im Land arbeite. Und auch ein bisschen thematisch, weil ich natürlich jetzt als Ministeriumsmitarbeiter nicht nur über die kommunale, sondern eher so über die gesamte Verwaltungsstruktur sprechen würde und damit eben diese Brücke dann schlagen kann. Ich möchte mir zwei Vorbemerkungen erlauben, auch wenn die Zeit knapp ist. Erstens an das anknüpfen, was Herr Heinisch heute heute Mittag quasi auch gesagt hat. Sie studieren das absolut Richtige, sofern Sie studieren oder gerade promovieren. Sie sehen, wie spannend dieser Job sein kann. Also, es kann Ihnen passieren, dass Sie irgendwann, bei mir war es jetzt der 13. März, der 13. März letzten Jahres, also ein Freitag, der 13., als die ersten Lockdown-Maßnahmen für Schulen und andere kamen, dass Sie plötzlich angerufen werden, irgendwo in ein Ministerbüro kommen müssen und dann diese Corona-Schutzverordnung machen müssen, womit Sie in Ihrem juristischen Leben nie gerechnet haben, dass sowas kommt und selbst in dem Moment überhaupt nicht absehen konnten, was da für Gestaltungsherausforderungen drin liegen. Und das zeigt aber einfach, wie viele Möglichkeiten Sie sich letztlich auch mit diesem Studium schaffen. Und die zweite Vorbemerkung, ganz anderes Thema, aber das ist angesprochen worden, was Studierende für einen Beitrag leisten mussten oder auch Schüler, also die Nichtstörer, die eben besprochen worden sind. Da will ich einfach nur mal einmal, so als derjenige, der auch dann mit ganz vielen gesprochen hat während dieser ganzen Zeit, und alle haben immer gedrängelt und gefragt, wir möchten gerne mehr Möglichkeiten haben. Ich finde die Hochschulen, und das ist auch heute so ein bisschen immer noch mein Eindruck, ich habe jetzt auch selbst Tochter dieser diesem Semester studiert, die sind immer etwas eher übervorsichtig in den Sachen. Also so viel wie die Studierenden an Beitrag leisten, weil sie jetzt immer noch auf Präsenzveranstaltungen verzichten müssen, verlangt ihnen die Corona-Schutzverordnung nicht ab. Also ich glaube, dass es da auch immer noch mal gut ist, zu gucken, das sind diese sozialen Schäden, die irgendwie grundrechtlich nicht abgesichert ist. Was macht das mit Menschen, die letztes Jahr schon angefangen haben zu studieren und jetzt ein ganzes Semester quasi Studierende nicht gesehen haben und auch keine Präsenzveranstaltung hatten, die jetzt angefangen haben, können zumindest wieder feiern. So erlebe ich das bei meiner Tochter jedenfalls. Aber die können auch nicht verstehen, dass es weit weg von hier in Hamburg, warum die abends in die Disco gehen können und dann aber eine Präsenzvorlesung nicht stattfindet. Also keine Kritik an den Hochschulen, ich bin dankbar um jeden, der auch Vorsicht walten lässt in dieser Sache, aber ich glaube, das ist eine spannende Frage, die man sich auch dann stellen kann.
Ich kann jetzt ein bisschen Zahlen einsparen am Anfang. Wenn man den Punkt vergisst. Wo muss ich? Ja, wir können ja auch so weiter drücken, aber eigentlich das Blatt nicht mehr. Ja, stimmt auch. Dann müssen wir solche Inhaltungen machen. Das okay, danke. Das tut, den Überblick können wir uns auch schon fast schenken. Ich habe hier bei mir eine Frage drin stehen, wenn Sie auf die nächste Seite machen, was ist mit dem Krisenstab? Aber ich konnte in der Tagesordnung ehrlich gesagt nicht entnehmen, dass schon das letzte Panel sich da intensiv abgearbeitet hat. Und da ich da doch eher eine unterschiedliche Einschätzung hätte, reicht die Zeit jetzt nicht für eine umfassende Auseinandersetzung dazu. Wir haben uns gerade schon, glaube ich, darauf verständigt, dass jedenfalls der Krisenstab, so wie er jetzt ist, in der Struktur für diese Krise nicht unbedingt das Richtige gewesen wäre, weil es eben diesen sehr großen Regelungsvorrang vom Infektionsschutzgesetz gibt. Und da gibt es jedenfalls in Nordrhein-Westfalen klare Kompetenzzuschreibungen. Der Gesundheitsminister muss alle diese ganzen Verordnungen, die es gibt, all diese ganzen Regelungen unterschreiben. Und das waren ja über leider nicht immer die Minderthemen. Ich glaube, auch von meinem Minister sagen zu können, klar, man darf sowieso nichts Negatives über den eigenen Minister sagen, aber ich würde schon positiv sagen, auch wenn Sie ihn in den Pressekonferenzen sehen, ich glaube, dass er ein sehr uneitler Mensch ist in vielen Bereichen und dass es darum wirklich nicht geht. Aber ich glaube, der Gesundheitsschutz, der da im Vordergrund steht und die ganzen Fragen, ob die in der jetzigen Krisenstabstruktur besser aufgehoben gewesen wären, da mache ich einfach mal ein Fragezeichen dran. Aber ich glaube, da brauchen wir dann, weil das eben so umfassend behandelt worden ist, jetzt nicht großartig drauf einzugehen. Ich will aber kurz einen Überblick geben, was es überhaupt für Aufgaben jetzt gibt, die aus dieser ganzen Corona-Zeit heraus in der Verwaltung stattgefunden haben. Und vielleicht auch noch ein bisschen dann sagen, warum vielleicht es auch keine Krise im Sinne des Krisenstabs gewesen ist. Also ich mache drei Kategorien. Die erste Kategorie, die akuten operativen Verwaltungsaufgaben. Da waren welche bei, die haben wir vorher nie für möglich gehalten. Dass am Anfang der Krise plötzlich ein Landesministerium unbedingt Masken besorgen musste durch eigene Maskengeschäfte, Maskendeals oder wie auch immer, weil die Krankenhäuser wegen des Komplettausfalls der chinesischen Produktion wirklich vor der Situation standen, dass sie bald die Behandlung nicht mehr sicherstellen können, weil die Behandlungspersonen nicht mehr geschützt sind durch entsprechende Schutzausrüstung, hat, glaube ich, jeder von uns für völlig undenkbar gehalten. Also das war einfach von der ganzen operatives Geschäft, was plötzlich an vielen Stellen anstand. Quarantäneanordnung, Überwachung in den Gesundheitsämtern, Impfangebote. Wobei das schon ein Beispiel ist, dass der Staat wirklich die Sachen dann auch nicht selbst gemacht hat, jedenfalls bisher, wie sich das in der nächsten Zeit jetzt entwickelt, wo die Hausärzte, wie auch gerade schon mal gesagt worden ist, vielleicht so ein bisschen die Waffen strecken, weil sie auch durch alle anderen Sachen sehr gefordert sind. Muss man abwarten, aber das ist weitgehend ja nicht im staatlichen Bereich, sondern im ärztlichen, kassenärztlichen Bereich gemacht worden. Testangebote war meine Zuständigkeit, das aufzubauen. Haben wir aber auch ja nicht als staatliche Leistung gemacht, sondern da haben wir in Nordrhein-Westfalen sehr auf den Markt gesetzt und einen staatlichen Rahmen eigentlich nur gebildet und gesetzt. Und das hat effektiv hervorragend funktioniert. Wir haben, glaube ich, nach wie vor, wir hatten vor allen Dingen immer das breitest aufgestellte Testangebot. Und ich habe gerade gelesen, ab nächste Woche gibt es das wieder kostenlos. Das sind so die Momente, wo man denkt, okay, dann hätten wir uns die letzten drei Wochen vielleicht auch sparen können, als das alles aufgegeben wurde. Jetzt wird es wieder wahrscheinlich ab nächster Woche aufgebaut. Ich hoffe, der Markt, und bin auch eigentlich überzeugt, der Markt funktioniert hier wieder. Was sicherlich auch operativ war, das ist eben schon auch mal angesprochen worden, dass die eigenen Verwaltungstätigkeiten angepasst werden mussten. Also wie gestalten wir unsere normalen Verwaltungsdienstleistungen pandemiegerecht? Von der Ein- oder Meldeamtsanmeldung, auf die man nicht verzichten kann, bis zu den Kfz-Sachen. Sie wissen alle, wenn Sie da irgendwie betroffen waren, dass da heute noch massive Wartezeiten sind. Sicherlich auch Verwaltungsteil in diesem ganzen Bereich. Dann die Erfüllung von Fürsorgepflichten, einmal eigene Beschäftigte mit Masken auszustatten. Das Gleiche bei Schülerinnen und Schülern und anderen, die eben in der staatlichen Obhut irgendwie aktiv sind, sowohl was Testen als auch eben was Hygiene, Standards und so weiter angeht. Und letzter Punkt, wichtig jetzt im Hinblick gleich auf Normgebung, die Überwachung letztlich der Einhaltung der ganzen Regeln, die unser Zusammenleben jetzt in der letzten Zeit ja doch gestaltet haben. Und wo wir schon immer ein bisschen das Gefühl haben, eine Regel, von der man direkt weiß, kontrolliert keiner, ist in der Akzeptanz und der Compliance wahrscheinlich immer schwächer. Und deswegen ist das eine wichtige staatliche Aufgabe gewesen. Nächste Kategorie wäre für mich das Pandemie-Monitoring, also wirklich die Überwachung des Infektionsgeschehens, der Auslastung der Versorgungsstruktur, also der Krankenhäuser, das ist jetzt gerade ein wichtiges Thema, und auch des Impfgeschehens. Ich bin sehr bei Ihnen,
dass das nicht optimal läuft in Deutschland. Also die Datenlage ist, glaube ich, einfach schlecht. Ob das jetzt nur Föderalismus oder nicht Föderalismus ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben auch in Deutschland mit sowas immer einen sehr hohen Perfektionsanspruch. Also wir müssen dann direkt, wenn man einen Impffall eingeben muss, machen wir einen Fragebogen, der über drei Seiten geht, den der Arzt auswählen muss. Und dass der Arzt, der eine mit Spritzen nach der Kindern setzt, das vielleicht dann nicht zeitgerecht hinkriegt und vielleicht auch nicht die hundertprozentige Motivation hat, dann denke ich, alles schöne Infos fürs RKI, aber vielleicht wäre es erstmal wichtiger, wir hätten einfach nur die Info, wie viel es da passiert. Und das haben wir zum Beispiel bei den Bürgertests so gemacht. Da musste jeden Tag einfach nur eingegeben werden, wir haben 50 Tests gemacht und so viele positive waren da. Und wir haben jeden Tag am nächsten Morgen mehr oder weniger die aktuellen Testzahlen. Aber natürlich hätte uns auch viel mehr anderes interessiert. Was waren das für Menschen, aus welchen sozialen Gruppen kamen die, warum waren die beim Bürgertest? Wäre alles spannend gewesen, aber wenn wir die Fragen gestellt hätten, hätten wir keine Daten. Und auch wenn wir jetzt den Anspruch gehabt hätten, dass die Daten sind 100% richtig, hätten wir sie so sicher nicht bekommen. Die Gewähr hatten wir nie. Aber wir konnten zum Beispiel sehen, dass wir bei den Bürgertests eine Positivquote am Anfang von 1 hatten, dann mal eine Zeit lang von 0,1. Und inzwischen sind wir wieder fast mit 1, was die Prozentzahl angeht, der positiven Fälle. Also das als Indikator. Es kann schon funktionieren, aber wir haben halt in Deutschland, glaube ich, immer einen sehr hohen Perfektionsanspruch. Dann, und da komme ich jetzt zu meinem Bereich vor allen Dingen, Rechtsetzung zur Vermeidung der Infektionsausbreitung. Das betrifft einmal kommunale Regelungen, kommunale Allgemeinverfügungen, dann die Rechtsverordnungen, die nach dem Infektionsschutzgesetz nur auf Landesebene möglich sind, weil es im 32. Infektionsschutzgesetz nur auf der Landesebene diese Ermächtigung gibt. Und dann irgendwann auch den Erlass von Allgemeinverfügungen ein bisschen bei uns auf der Ebene, wir uns selbst noch geschaffen haben, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir haben es nicht oft genutzt, ist mal dahingestellt. Und letzter Punkt, Erlass von Rechtsverordnungen, die jetzt nicht direkt Infektionsschutzmaßnahmen oder Abwehrmaßnahmen sind, sondern eher Strukturregelungen sind. Also ich habe eben das Beispiel Testen genannt. Da gab es eine Testverordnung auf Bundesebene, wo wir, als wir sie gesehen haben, gedacht haben, das ist aber jetzt sehr viel freies Spiel der Kräfte. Und was müssen die für Anforderungen erfüllen, die jetzt solche Tests anbieten? Was müssen die für Meldungen machen? Das ist ja nachher auch in der Presse durchaus an leider ein paar sehr schwarzen Schafen diskutiert worden. Wir waren das einzige Land, glaube ich, was einfach sehr selbstlos gesagt hat, da machen wir jetzt auch eine Rechtsverordnung zu und haben eine Strukturverordnung gemacht, wo solche Strukturmaßnahmen vorgesehen waren, die letztlich auch ein bisschen Infektionsschutzhintergrund und natürlich auch Rechtsgrundlage hatten, weil wir gesagt haben, wenn wir testen, dann machen die Tests infektiologisch nur Sinn, wenn sie eine bestimmte Qualität haben. Und wenn jeder völlig ungesteuert testen kann, dann kann man sich das Infektionsschutzmaßnahmen auch sparen, unabhängig davon, dass wir Tage hatten, wo wir in Nordrhein-Westfalen alleine, ich glaube, 800 Millionen Euro an einem Tag für Tests ausgegeben haben. Also das waren nur die Spitzentage, wenn man sich ausrechnet. Und darum ist mein Minister, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich, dass es diese Tests nicht mehr gibt. Was das an Geld reingeflossen ist, das ist schon letztlich Wahnsinn. Aber wir haben es eben auch ein bisschen versucht zu regeln. Das wäre jetzt die Seite gewesen, womit ich hätte begründen wollen, warum es nicht unbedingt ein Krisenfallstab ist. Also wir sagen immer, bei uns so eine richtige Blaulichtkrise ist es zum Glück nicht geworden. Der Schwerpunkt lag eigentlich die ganze Zeit darin, dass wir Infektionsschutz noch sehr auf dem Begriff der Prävention und Vermeidung waren. Und dass wir zum Glück nicht die Situation hatten, wo wir vor allen Dingen den Krankentransport oder noch schlimmer den Transport von Leichen und irgendwie Kühlcontainer auf den organisieren mussten. Das soll überhaupt nicht die Rolle der Hilfsdienste, gerade die DRK und andere, die haben ja auch eine total wichtige Funktion gehabt, irgendwie kleinreden. Aber wir haben so diese wirkliche Katastrophenkrise, so schwer wie das alles war, hoffentlich noch ein Stück vermieden. Aber ich glaube, die Diskussion, Krisenstab oder nicht, ist letztlich für mich jedenfalls auch ein bisschen eine akademische. Ich gebe zu, dass ich mich damit noch nicht so viel beschäftigt habe in dem einen Jahr, obwohl wir alle viele Stunden mit diesen Themen verbracht haben. Was sind die wesentlichen Strukturen der Aufgabenerfüllung? Denn letztlich hat sich das Land, das ist ja eben aber jetzt auch schon eigentlich dargestellt worden, für eine andere Form der Aufgabenerfüllung entschieden, nämlich den Krisenkoordinationsrat. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Es ist auch schon gesagt worden, dass die Stäbe der Bezirksregierung aktiviert worden sind. Ich glaube, aber das ist meine ganz pragmatische Einschätzung, jede Ebene hat letztlich die Entscheidung, Krisenstab oder nicht, danach getroffen, ob sie in der konkreten Situation hilft und ob sie dachte, diese Institution, Krisenstab, ist für mich das gute Gremium. Und das war, glaube ich, ich bin ja auch, wie gesagt, Kommunaler, auch den Kommunen und auch bei den Bezirksregierungen,
war das ein Gremium, wo man schnell die richtigen Leute alle an einem Tisch hatte. So, den Tisch hat man auf Landesebene sowieso mit der Staatssekretärskonferenz und dann dem KKR. Und da hat man eben gesagt, dieser Krisenstab, so wie er jetzt da bei uns konstituiert ist oder strukturiert ist, hätte uns in der Situation nicht unbedingt geholfen. Aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann man so oder so treffen. Da gibt es auch aus meiner Sicht kein richtig oder falsch. Wir haben es auf Landesebene anders gemacht mit diesem Krisenkoordinationsrat. Aber wir hatten vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, wichtig eben jetzt für die Frage, wer macht eigentlich was, die Strukturen nach dem Infektionsschutzgesetz. Und da ist es eben auch ein bisschen anders als in den sonstigen Katastrophenschutzaufgaben. Die Ursprungsbehörde, die Erstinstanz im Infektionsschutz, ist in ganz vielen Bereichen die öffentliche Ordnungsbehörde. So, ob das sinnvoll ist oder nicht, glaube ich, ist ein Thema, was man bei der Evaluation überlegen sollte. Das ist ja bei uns eine Landesfestlegung, also wir müssen ja auch evaluieren. Ich fand es eben ehrlich gesagt ganz spannend, mal kurz zu gucken, wer hier im Rat drin sitzt, und fand es dann bemerkenswert, dass keiner von denen drin sitzt, die eigentlich jetzt in den letzten 18 Monaten mit diesem Gesetz gearbeitet haben. Also Ländervertreter und so. Ich hoffe, Sie befragen uns irgendwie anders. Vielleicht komme ich doch mal mit zum Abendessen heute Abend. Ich habe mich an den Rat gemeldet. Aber denn das sind schon wichtige Erfahrungen. Und eine der Erfahrungen, die ich habe, ist, dass die örtlichen Ordnungsbehörden mit dieser Aufgabe wirklich mindestens maximal gefordert waren. Das war jetzt für unsere Landesgesetzgebung vor allen Dingen am Anfang so. Da gab es keine Landesverordnungen, sondern da gab es Weisungen, die unser Ministerium erteilt hat an alle Ordnungsämter. Sie müssten jetzt bitte eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der sie die Schulen schließen und auch den ersten Lockdown verhängen. Und dann gab es innerhalb von ein paar Tagen relativ viele dieser Weisungen. Und ich erinnere mich an eine Bürgermeisterin am Telefon, die gesagt hat, Herr Lessmann, ich mache jetzt seit 10 Jahren hier Bürgermeisterin. Ich habe in den 10 Jahren 5 Allgemeinverfügungen mit meinem halben Juristen gemacht, den ich noch habe im Haus. Und jetzt mache ich die 10. von einer wahnsinnigen Dimension innerhalb einer Woche. Das geht nicht. So, und darum haben wir auch umgestellt dann auf diese anderen Verordnungen, also auf die Landesverordnungen. Aber ich glaube, man muss sich insgesamt mal fragen, ist die örtliche Ordnungsbehörde, gerade in kleinen Kommunen, das sind 386 in Nordrhein-Westfalen, 96, ich vertue mich jetzt mal, und das ist so schnell gedacht, 396 in Nordrhein-Westfalen, ob die wirklich alle ausgestattet sind, fachlich und personell, um Platz zu machen, wirklich gute Frage, glaube ich, für die Zukunft. Dann die Gesundheitsämter hatten natürlich auch Erstkompetenzen. Wir haben ein Stück weit die regionale und die Landesverantwortung gestärkt, indem es ein Gesetzgebungsverfahren gab, also nicht wir, sondern der Landtag, wo er gesagt hat, in Eilfällen und bei landesweiter oder überregionaler Bedeutung können auch die Kreise und auch das Land entsprechende Anordnungen treffen. Also seitdem können wir als Land überhaupt Allgemeinverfügungen machen. Das hatte Bayern zum Beispiel immer. Das hatten wir am Anfang nicht. Bayern hat uns in den Katastrophenfall ausgerufen, habe ich gelesen, der Kollege mit den Katastrophenfällen. Das haben wir auch nie gemacht. Und die zentrale Zuständigkeit unseres Ressorts war vor allen Dingen immer gegeben für diese Landesverordnung. Da gab es vorher schon eine Regierungsverordnung, wo gesagt worden ist, in Nordrhein-Westfalen werden die Infektionsschutzverordnungen vom Gesundheitsministerium erlassen. Das hat der Landtag auch wieder so festgelegt. Das heißt, dass das also wirklich bei uns im Ressort lag, heißt aber nicht, dass wir es alleine machen konnten oder alleine gemacht haben. Das werden Sie jetzt gleich sehen. Grundlage, und jetzt komme ich zu dieser Normensetzung, weil ich schon glaube, dass die Normensetzung ein sehr wesentlicher Teil, nicht nur weil ich es jetzt gemacht habe, wobei ich es auch nicht alleine gemacht habe, das will ich nochmal sehr betonen. Also wir sind, glaube ich, durch unsere Normen weit weg vom Literaturnobelpreis. Aber wenn es den gäbe, dann hätte der Kollege in der Staatskanzlei den genauso verdient oder nicht verdient, je nachdem. Also wir haben das wirklich immer sehr intim gemacht. Aber es ist eben dann von uns als Ressort verantwortet worden, auf Paragraph 32 gestützt, also die Verordnungsermächtigung. Das ist eben schon gesagt worden, aber das kann ich dann hier deutlich abkürzen. Erst gab es eine Generalklausel, dann gab es den 28a mit den näher beschränkten Maßnahmen oder näher bezeichneten Maßnahmen. Dann kam zwischendurch mal die Bundesnotbremse. 29 ist Quatsch, das muss 28b heißen. Das habe ich mich heute Morgen ein bisschen vertan. Dann war die Frage, Generalklausel, wie gehen wir damit um und was ist das für eine Verantwortung, dass wir mit einer Generalklausel in einem eigentlich nicht Generalgesetz, sondern Spezialgesetz plötzlich alle Lebensbereiche eigentlich gestaltet haben. Also als es wirklich die umfassenden Regelungen mit Lockdown und mit Besuchsverboten und mit was weiß ich alles gab. Es gab ja praktisch keinen Lebensbereich mehr, der nicht irgendwie von diesem Pandemierecht betroffen war. Und das finde ich schon für die Normsetzung eine sehr große Herausforderung. Und das ist, glaube ich, auch, es wird am Ende nochmal angeschaut zu werden, was man da für Konsequenzen draus sieht oder ob man es gut oder schlecht gemacht hat. Das wird ja irgendwie dann
im Nachhinein nochmal bewertet werden. Ich habe eben schon gesagt, wir haben das dann angefangen, landesweit zu regeln und nicht mit Überweisungen und haben ab letztes Jahr, 23. März, dann Corona-Verordnungen gemacht. Inzwischen 17 an der Zahl, also 17 Mal eine neue Corona-Verordnung erlassen, aber insgesamt 89 Änderungsfassungen. Und wenn Sie wissen, wie normalerweise gerade für einen so umfassenden Bereich ein Gesetzgebungsverfahren abläuft, mit Verbändebeteiligung und wie das vom Zeitablauf ist, dann merkt man schon, dass das eine sehr spezielle Regelungssystematik war, die wir zwischen den Ressorts da jeweils abgestimmt haben. Wir haben gestern die 45. Mantelverordnung gehabt. Dadurch werden immer alle möglichen Verordnungen geändert. Denn wir haben nicht nur die Corona-Schutzverordnung, sondern es gibt eine spezielle Verordnung für Schule und Kita. Es gibt eine Test- und Quarantäneverordnung für Fleischwirtschaft. Sie wissen aus der Presse wahrscheinlich, dass wir im Bereich Fleischwirtschaft relativ große Probleme hatten am Anfang. Seitdem müssen die ihre Mitarbeiter regelmäßig testen und dann dürfen die gar nicht mehr arbeiten. Das hatten wir da als allererstes in Nordrhein-Westfalen. Und eben diese Teststrukturverordnung und die Einreiseverordnung ist mittlerweile eben Bundesrecht, das ist auch eben gesagt worden. Die Herausforderungen für die Normsetzung, die wir hatten, das ist eben auch schon genannt worden, unklare Datenlage, die hatten eben auch verschiedene Implikationen. Wir hatten einmal den Infektionsschutz und die Wissenschaft, auch da, wie bei Juristen, mehrere Meinungen, auch das ist schon gesagt worden. Wir hatten die Politik. Wir haben immer auch die Bevölkerungsakzeptanz natürlich als Indikation gehabt. Also immer zu überlegen, wir können aufschreiben, was wir wollen. Ob es wirksam ist oder nicht, hängt immer in einem hohen Maß davon ab, wenn es bei der Bevölkerung noch akzeptiert. Das heißt, wir konnten nicht da sitzen und sagen, es ist uns völlig egal, das ist der Fall, das schreiben wir jetzt auch. Sondern dieser schmale Grat, was kann man noch zumuten, solange es akzeptiert ist, wenn es erforderlich ist. Also nur Zumutung der Zumutung wählen, gab es nie. Aber wo ist die Abbruchkante, wo es einfach so viel am Widerstand stößt, dass sich die Wirksamkeit eigentlich ins Gegenteil verkehrt, ist sicherlich auch eine wichtige Implikation gewesen. Und die Praktikabilität ist es hoffentlich auch gewesen. Das wird natürlich von einigen, die es anwenden mussten, dann manchmal anders bewertet. Das räume ich gerne ein. Das ist immer schwierig gewesen. Schnelle Reaktionserfordernisse ist schon auch eben mal gesagt worden. Eine Fülle von Normsetzungsverfahren. Wir haben erst schrittweise, Sie hatten das gesagt, dass wir langsam so eine Tour dahinter aufgebaut haben. Also es war an der Stelle wirklich ein auch schwieriger Prozess und eben diese normalen Normsetzungsverfahren mit Verbänden, mit Partizipation haben eigentlich faktisch nicht stattfinden können. Und das Thema Parlamentsbeteiligung ist natürlich auch eines, was uns immer umgetrieben hat. Es gab immer eine enge Information. Es gibt inzwischen einen Beirat, ein Begleitgremium heißt es, glaube ich, im Landtag, was sich die Sachen auch mit anguckt. Aber man kann nicht umhin reden, dass das eine schwierige Fragestellung in diesen Prozessen gewesen ist. Es gab immer bestimmte, ich weiß gar nicht, die Mehrheit von Spagat. Also man fühlt sich immer in Spagat, so will ich mal umgehen. Auf der einen Seite einen total umfassenden Regelungsbereich, auf der anderen Seite haben immer alle nach möglichst langen Regelungen geschrieben. Und wir haben immer wieder versucht, können wir es nicht alles viel kürzer regeln. Die Hälfte dieser Versuche ist irgendwie direkt im Papierkorb gelandet. Nach den ersten Diskussionen, aber jetzt im Moment haben wir ja eine relativ starke Regelung, glaube ich. Aber das war ja durchaus zwischendurch mal anders. Warum? Weil man auch bei uns natürlich immer den hohen Anspruch an Einzelfallgerechtigkeit hat. Und weil immer, wenn es keine Regelung gab, die Telefone nicht stillstanden, vom Ministerpräsidenten angefangen bis zu unserem Telefon, dass irgendwelche Menschen Ausnahmen brauchen, weil gerade sie natürlich ein Fall waren, der unter die allgemeine Regelung nicht passte. Und diesen Spagat dann trotzdem alles möglichst einheitlich zu machen, war die ganze Zeit immer eine besonders große Herausforderung. Und wir haben natürlich auch eine gerichtliche Kontrolle gehabt, die völlig richtig und wichtig ist, die ich auch nicht so kritisch einschätze wie Sie, was den Prüfdurchlauf angeht, jedenfalls was unsere Oberverwaltungsgericht angeht. Ich glaube, die haben schon, wenn man die Urteile liest, für einzelne Rechtsschutz sehr genau hingeguckt, weil die sich dieser Situation schon bewusst waren, dass, wenn man jetzt nicht urteilt, ist es nachher zu spät. 7 von 544 ist echt wenig. Ja, wir waren nicht spielen. Nein, soll nicht so. Ich glaube, das ist immer sehr pragmatisch damit umgegangen. Ich glaube, was uns wirklich nicht, hier war gut, aber was uns in Nordrhein-Westfalen geholfen hat, wir hatten schon immer eine sehr abwägende Vorgehensweise. Also da ist der Ministerpräsident, der frühere, immer sehr früh gescholten worden. Aber wir haben auch eine Koalition, in der durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, was Freiheit und was Infektionsschutz angeht, vielleicht vertreten sind. Und
das hat uns, glaube ich, vor so ganz harten Maßnahmen geschützt, wie zum Beispiel der eigenen Ausgangssperre. Und das mag ein bisschen dazu beigetragen haben. Natürlich ist es Einzeugerechtsschutz. Und ich will auch gar nicht verkennen, dass es für die Gerichte auch eine echte Maßnahme wäre, zu sagen, wir stoppen jetzt mal die Maßnahmen und danach bricht an der Stelle die Infektion los. Gar keine Frage, auch eine hohe Hürde. Trotzdem sind wir da ganz zufrieden mit, gebe ich zu, weil wir jedenfalls da im Moment noch nicht so viel falsch gemacht haben. Was jetzt in den Hauptsacheverfahren kommt, weiß natürlich keiner. Das hat in Bayern ja auch jetzt einmal genau andersrum entschieden. Also da muss man abwarten, wie man sich an der Stelle noch mit da auseinandersetzt. Jetzt werde ich mal kurz hier, damit ich nichts vergesse. Die sind jetzt nicht mehr. Ja, ja, alles gut. Das ist nicht so. Herr Meyer-Völker schreibt gerade, dass er um 10 nach 6 leider los muss. So okay, dann höre ich jetzt mal fast drauf. Ich sage nur noch eins kurz, damit Sie ein bisschen einen Eindruck haben. Wie ist das ausgelöst? Wie ist es abgelaufen, wenn wir solche Normen gemacht haben? Es kam viel von der MPK. Das wurde mitnichten, aber immer wieder umgesetzt, gerade in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten halt eine andere Koalition. Da ist schon viel darüber diskutiert worden. Und es gab eben als Ersatz quasi für Krisenstab oder was immer, Ressortbeteiligungen. Es sind alle Verordnungen, die wesentliche Inhalte hatten, immer mit allen Ressorts abgestimmt worden. Im Ergebnis nicht so, dass alle immer mit allen zufrieden waren. Da hat unser Minister dann schon gesagt, das ist so im Prinzip, ich bin der Gesundheitsminister. Wenn ich der Meinung bin, das muss jetzt passieren, dann muss es passieren. Ich muss auch die infektiologische Verantwortung dafür übernehmen. Also das ist ein sehr auch pragmatischer Umgang mit der Frage, wie beteiligen wir die Ressorte. Aber es hat eine breite Abstimmung gegeben. Und ich will noch eins sagen, wir haben natürlich auch eine wahnsinnige Fülle von Einzelanfragen gehabt. Also wir haben, ich glaube, zehntausende Bürgeranfragen gehabt, alleine bei uns im Team Rechtsetzung von Verbänden, Behörden und so weiter, unzählige Fragen. Das hat schon so ein ganzes Stück die normalen Verbändebeteiligung und sowas ersetzt. Wir haben auch, ich habe eine Standleitung mit dem Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes und mit anderen. Also die betroffen waren, hatten schon auch, glaube ich, die Möglichkeit, sich einzubringen. Ob dann das, wovon Sie mich überzeugt haben, ob das immer auch die MPK überzeugt hat oder da im Gegenstand der Beratung war, das will ich mal dahingestellt lassen. Aber es gab diese Möglichkeiten, jedenfalls so gut, wie es irgendwie hinbekommen haben. Soweit jetzt mal den Packen. Danke. Am nächsten Vortrag kommt Professor Dr. Meyer Feike, der auch leidenschaftlich mit dem Bericht vorstellen könnte, ob das Minimum reduziert, der im Moment Chief Information Officer hat es der Weg und der Wahlprogramm zusammen mit dem linken Milieu danach sind wir halt Ich hoffe, dass meine Ausführungen deutlicher zu hören sind, als ich Ihre verhöre. Ich höre es. Mein Name ist Video starten und die Zuschauer aufnehmen. Ich verstehe kein Wort. Entschuldigung, was Sie sagen. Ich liebe das auch ein Thema, wenn es einen Termin hatte. Aber das ist ja das gar nicht mehr so. Also, Sie können sich noch mal vorstellen. Sehr gerne. Und zwar war Herr Professor Dr. Meyer-Falke zwischen 1993 und 2009 tätig in verschiedenen Ministerien des Landes NRW und hatte dabei vor allem seine Schwerpunkte in den Bereichen Arbeit und Gesundheit. Herzlich willkommen, Professor Meyer-Falke. Das ich sehe. Die Frage ist, ob Sie mich besser hören, als ich sehe. Es steht kein Wort, was Sie sagen. Und im Hintergrund meines eng getakteten Zeitplans. Okay. Die Technik macht leider offensichtlich uns einen Stich durch die Rechnung. Lieber Herr Kopp, ich wünsche Ihrer Veranstaltung alles Gute. Sorry. Jetzt nicht erst. Okay. Das wäre auch aus dem Meeting, dass Sie da rausgegangen sind. Ja. Organisation und IT. Okay.
von 2012 ist bei der Land beigeordnet, in der Landeshauptstadt Düsseldorf und in diesem Land verantwortlich für die Bereiche Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Gesundheitsschutz. 2020 seitdem ist der Verbandsvorsteher der IT-Tochter der Kommunen im Rheinland und seit 2020 jetzt in seiner aktuellen Position als CIO der Landesregierung in NRW. Und wir hoffen, dass wir heute noch ein paar Worte haben. Sind Sie dann im Meeting nicht mehr drin? Ja, dem so bedeutet, als wenn er gesagt hätte, es kommt nicht an und sagt Tschüss. Ja, das hätte sein können, ne? Aber weil wir das leider nicht mehr so gut gehört haben. Und, das so. Und Wanda, manche von uns, und vielleicht können wir ja bitten, meinen Vortrag irgendwie nachträglich aufzeichnen und ich den dann dran zu hängen, mit Video. Ja. Ach, nimm ihn, ne? Das ist los. Aber andere schon. Dann können wir den nächsten Redner, Dr. Moritz Dillenbroch, das war ein Thema beleuchten, das medial insbesondere zu Beginn der Pandemie und zum Impfstart viel diskutiert wurde und seitdem aber keineswegs eine Bedeutung verloren hat. Der ist die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen während der Krise. Dr. Moritz Dillenbroch ist Leiter Sourcing und Vergabe beim Landesbetrieb und Technik Nordrhein-Westfalen und verantwortet vor allem das Vergabe- und Vertragsrecht. Er ist Mitglied der AG EVB IT des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat, auch Lehrbeauftragter, Dozent und Autor diverser Veröffentlichungen im Vergaberecht und ehrenamtlich ist er Landeskonfessionsbeauftragter des DRK des Landesverband Westfalen-Lippe und in der Verbreitung des humanitären Vergaberechts in NRW verantwortlich. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung noch einmal. Ich freue mich unheimlich, heute hier dabei sein zu dürfen und dass wir einen bisher schon so spannenden und interessanten Tag erleben durften. Das ist mir eine persönliche Freude. Ich möchte das noch einmal sagen. Ich bin selbst auch Studierender und durfte auch an der Uni Bochum promovieren beim Gerion Wolters. Also von daher ist es mir eine besondere Freude, wieder hier zurück zu sein. Da ist auch mein Professor Wuster 2006 im Wintersemester in der Stellvorlesung angelehrt tatsächlich. Aber das war so die ersten Anekdoten, die mir dann immer wieder einfallen, wenn man dann hier zurückkommt. Darüber hinaus bin ich ja auch beruflich jetzt in Düsseldorf, bin auch beim DRK in Münster viel unterwegs, aber Bochum darf man nicht verachten, denn wenn man die Vereine so vergleicht, ist der VfL inzwischen ganz weit vorne, wenn man jetzt so im Vergleich betrachtet. Das als kleinen Spaß vorneweg. Ich hatte eingangs ja auch schon auf die verschiedenen Rollen hingewiesen, die ich derzeit ausfülle, auch heute so ein bisschen kombiniere. Einerseits als Beschaffer in der Landesverwaltung und da ist es so, dass ich da auch wirklich aus der Praxis berichte. Mir macht das unheimlich viel Freude, das Vergaberecht. Da bin ich über das Innenressort, wo ich mich beworben hatte, ursprünglich zu NRW gekommen und durfte dann Vergaberecht machen. Ein so spannendes Gebiet, kann ich Ihnen sagen. Sie werden das gleich merken, also vielfach unterschätzt. Dann zweitens als Landeskonventionsbeauftragter für die Verbreitung des humanitären Völkerrechts zuständig. Da darf ich auch im Namen des Landesverbands Westfalen-Lippe vom ich hatte mich damit mit unserem Vorstand, Herrn Dr. Sörgit, nochmal ausgetauscht. Er hat auch gesagt, so eine tolle Veranstaltung, stellt ihr hier auf die Beine. Ich weiß nicht, ob er gerade im Livestream zuschalten konnte, aber das wird von uns sehr positiv wahrgenommen, auch aus DRK-Sicht, diese Veranstaltung hier. Lieber Pierre, lieber Robin, auch dafür herzlichen Dank, dass wir das mit euch machen konnten. Und nicht zuletzt auch aus der Perspektive des Vorsitzenden des Fördervereins, des IFAV. Da brauche ich jetzt ja keine Werbung mehr machen. Die Veranstaltung hat selbst schon Werbung genug dafür gemacht, denke ich, dass es sich lohnt, das Thema zu fördern. Gut, mit Blick auf die Zeit lege ich dann auch gerne los. Ich kann selbst jetzt schon überschalten, oder? Funktioniert das? Ja, ich kann so. Dann hat es ja noch Donau erst funktioniert, danach funktioniert. Ich kann aber sonst auch mal lassen. Gerne, genau. Jetzt geht spannend direkt an, ohne die Agenda nochmal vorzustellen, weil wir haben heute schon so viele spannende Themen gehabt. Mit der zentralen Bedeutung der Beschaffung. Also ich muss Ihnen allen direkt sagen, Vergaberecht ist nicht bei allen ein Lieblingsthema. Das zieht sich durch. Ich war vor 2 Wochen, habe ich meine neue Brille beim Optiker bestellt. Er hat so gefragt, was machst du jetzt? Habe ich gesagt, ja, Vergaberecht. Hat er gesagt,
Also du bist dafür verantwortlich, dass dieser Stadtteil etc. alles in so vielen Jahren erst gebaut wird und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, nee, zum einen mache ich die Idee und zum anderen bin ich derjenige, der dafür sorgt, dass es schneller geht. Also ich glaube, Vergaberecht hat viele Potenziale und darauf werde ich heute auch immer mal wieder eingehen, weil gerade in der Krise ist es wichtig, diese Potenziale auch voll auszuschöpfen und auch bei anderen Projekten, Autobahnen etc. natürlich auch. Aber gut, das ist ein anderes Thema und von daher, also Vergaberecht ist nicht nur beliebt. Und hat aber trotzdem eine zentrale strategische Rolle aus meiner Sicht. Und da ist es natürlich so, dass ich, wenn man jetzt auf verschiedene Aspekte guckt, die ich hier aufgeführt habe, Vergaben für den Krankenhaussektor, ich durfte letztes Jahr mitten in der Corona-Pandemie auf dem Beschaffungskongress der Krankenhäuser mit wirklichen Beschaffern aus dem Bereich sprechen. Die haben gesagt, das ist natürlich extrem schwierig alles, die Gesamtsituation. Also da muss man sagen, nochmal zugespitzte Situation, dann im Digitalisierungssektor, das bekomme ich tagtäglich mit, habe ganz, ganz viele Facetten, die von Lieferverzögerungen, die durch Corona ausgelöst worden sind. Das ist natürlich ein tägliches Problem, was wir haben, Stichwort Hardware, die Lieferzeiten, wenn man sich da teilweise anschaut, wie lange braucht man, um an ein neues Notebook zu kommen oder an ein Headset teilweise, zahlt man dann als öffentlicher Hand noch den vierfachen Preis oder ist das dann Steuergelderverschwendung? Auch die Frage darf man mal aufwerfen, halt tatsächlich. Und so stellen sich da auch in der IT momentan mannigfaltige Szenarien, die durch Corona auch nochmal verschärft worden sind. Man darf ja auch nicht vergessen, das kann jedes Haus, das auch heute hier beteiligt ist und jeder Bereich, der beteiligt ist, ja für sich mal hinterfragen, wie viele Beschäftigte vor Corona im Homeoffice waren und dann schnell ins Homeoffice gesendet worden sind. Was natürlich voraussetzt, dass auch die Ausstattung mit entsprechenden Videokonferenzräumen und anderen technischen Geräten überhaupt erst gegeben ist. Also auch da war die Beschaffung gefragt. Nicht zuletzt müssen ja auch unsere Ministerinnen und Minister auch zum Beispiel mit modernen Videokonferenzräumen ausgestattet werden. Da kann man dann auch gucken, wie kann man das dann durch eine moderne IT-Beschaffung gewährleisten. Also das sind nur einige Beispiele von vielen. Das letzte Beispiel habe ich auch aufgenommen, unter Juristen übrigens immer wieder umstritten. Sollte sich die öffentliche Hand von externen Beratern unterstützen lassen. Teilweise muss man sagen, es bleibt nicht immer aus und es hat auch viele Facetten, die gut sind. Also ich befürworte das durchaus, gehöre zu denjenigen, die das positiv sehen. Andererseits wird mir auch immer wieder entgegengehalten, auch von meinen Studienkollegen teilweise dann noch, die dann sagen, ach, wir Richter machen das ja auch ohne externe Beratung. Warum könnt ihr das nicht? Also von daher, auch das ist ein Thema, was natürlich dann auch immer diskutiert wird. Auch sehr, sehr spannend. Man sieht jetzt schon viele Facetten, die betroffen sind. Wenn wir uns aber jetzt die Krise genau anschauen, dann ist es da so, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, da ging es ja tagtäglich und es geht es heute auch noch, aber da war das zum ersten Mal auf dem Tableau in dieser Form, auch um Leben und Tod mit Blick auf die Entscheidung, die man getroffen hat, wie man beschafft, was man beschafft. Und da hat es dann relativ früh, Sie können das heute noch über Google finden, das Bundeswirtschaftsministerium auch eine Empfehlung rausgegeben, wie man Corona-Beschaffung beschleunigen kann. Und ein Beispiel, was ich hier auch aufgeführt habe, ist halt dieses Verhandlungsverfahren, ohne Teilnahmewettbewerb ganz schnell durchzuführen, dass man wirklich sagt, okay, wir verzichten auf das ganz formale Vergabeverfahren. Wir haben hier also ein Dringlichkeitsinstrument, um schnell und effizient zu beschaffen. Und dieses Dringlichkeitsinstrument ist oberhalb des Schwellenwertes, der ist im Moment bei 214.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen. Oberhalb dieses Schwellenwertes ist dieses Dringlichkeitsinstrument halt auch vom Gesetz schon vorgesehen. Sie können also auch darauf zurückgreifen. Und das Problem, was wir im Vergaberecht dann haben, ist, dass man natürlich damit mediale Aufmerksamkeit schnell erzeugt. Wir haben das gesehen, wir alle haben eine Maske um, wir haben es auch gelesen mit den Masken halt letzten Endes. Das war nicht immer so leicht, Masken zu beschaffen, aber auch andere Dinge zu beschaffen. Das lag oftmals aber nicht daran, dass man halt das Dringlichkeitsinstrument genommen hat, sondern es ist dann immer wichtig, die Dokumentation auch gerade zu ziehen und genau dann zu sagen, wir haben ja eine Krise, das Vergaberecht ist auch zum Bewältigen von Krisen ausgelegt. Deswegen müssen wir die Ausnahmetatbestände, die wir haben, natürlich auch entsprechend begründen. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Und da an alle, die jetzt auch wirklich, Herr Lessmann hat das ja schon gesagt, Sie haben einen spannenden Beruf ausgewählt als Juristin und Juristen, all diejenigen, die jetzt noch dabei sind, sich was auszusuchen, da muss man dann auch in so einer Entscheidung mutig sein. Weil ganz viele Juristinnen und Juristen, das sage ich für unsere Zunft selbstkritisch, schreibt in so einer Situation vielleicht noch mal ein viel zu langes Gutachten. Wenn man keine Zeit hat, muss man sagen, nützt einmal die rechtssicherste Lösung nicht immer etwas, sondern da muss man auch bereit sein zu sagen, okay, was ist noch vertretbar, um eben in der Krise eine Beschaffung zu ermöglichen. Das ist mir ganz wichtig. Das erfordert aber Mut, weil wenn man daneben liegt, ist man schnell vielleicht nicht mehr der Mitarbeiter des Monats, muss man auch ganz klar sagen. Also von daher ist immer eine Frage, welche Intention man dabei verfolgt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die rechtssicherste Lösung und der Rückzug darauf letzten Endes
nicht immer das Mittel der Wahl sein kann, weil wir sind auch Juristen dafür, gerade wenn wir in der Landesverwaltung zum Beispiel tätig sind, so ist zumindest vom ersten Tag an mein Selbstverständnis gewesen, dass wir was Gutes fürs Land tun. Also mein Behördenleiter hat damals auch bei der Einstellung zu mir gesagt, es gibt ja Richtertypen, Anwaltstypen und wir brauchen natürlich auch jemanden, der die Interessen des Hauses möglichst ausschöpft, weil das macht die Gegenseite ja auch, das machen alle anderen ja auch, sodass man sagen kann, das sollte das Land natürlich immer auf dem Boden des geltenden Rechts außer Frage stehen, sollte man aber trotzdem zwischen vertretbaren Lösungen diejenige wählen, aus meiner Sicht, die dann auch für uns sinnvoll ist und vor allen Dingen, wenn wir das auf die Krise beziehen, die sinnvoll ist dazu, um Menschenleben zu retten und weiteren Schaden abzuwenden. Und wenn man dann so ein Verhandlungsverfahren hat, sollte man das auch nutzen, womöglich sogar auch nur mit einem Unternehmen. Gut, wir haben jetzt alle ein Beispiel vor Augen, ich gehe da nicht im konkreten Fall darauf ein, aus Zeitgründen. Da sollte man es trotzdem begründen halt lassen. Ja. Gut, diese Voraussetzung, die Sie dann haben, ist zum einen, das ist juristisch jetzt wirklich spannend, da können wir lange darüber diskutieren. Haben wir gerade auch schon was gehört, nach ein oder anderthalb Jahren Pandemie hat man schon was gelernt und man hat nicht mehr diese unvorhergesehenen Ereignisse. Aber gerade zu Beginn der Krise hatte man das unvorhergesehenes Ereignis. Und jetzt wäre die Frage spannend zu stellen, in die vierte Welle vielleicht wiederum ein unvorhergesehenes Ereignis. Weil ich sage es mal so, wir haben alle gedacht, die Impfung, die mildert das vielleicht ab, dass wir heute den Rekord verzeichnen. Weil das ist ja ein trauriges Ereignis und vielleicht vorhergesehen oder unvorhergesehen, da sind jetzt wieder die Juristen am Werk letzten Endes, um zu schauen, kann man diese Voraussetzung bejahen, wenn man dringenden Beschaffungsbedarf hat letzten Endes. Dann muss das natürlich äußerst dringlich und zwingend sein, auch das erfordert Argumentationsaufwand und beides muss in einem kausalen Zusammenhang stehen. Ich will da gar nicht in die juristischen Feinheiten gehen, weil mir auch noch zwei, drei andere Punkte wichtig sind und ich ja auch gelernt habe, die Zeit ist begrenzt. Wobei eigentlich nach die Zeit von Professor Meyer-Falke, vielleicht wollte mir ja auch gefallen. Man weiß es. Aber gucken, wenn ich jetzt morgen Erlass kriege oder so bei ETNRW, dann weiß ich, dass das nicht heute war. Spaß beiseite. Machen wir mal weiter. Was sollten wir also tun? Schnell und effizient handeln, dokumentieren und Mut zur Entscheidung mitbringen. Weil den brauchen wir alle. Den brauchen nicht nur die Virologen und Ärzte, sondern den brauchen auch die Juristen. Das haben wir ja vorhin auch schon gehört, auch von Professor Huster, dass die Juristen eben doch einiges mit beeinflussen am Ende des Tages bei dieser Pandemiebekämpfung. Ja, Beispiel hatte ich ja eigentlich schon genannt. Da kann man jetzt sagen, alles, was auch neben der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs der öffentlichen Verwaltung dient, dann klar, ein Hilfsmittel, Desinfektionsmittel, einmal Handschuhe, Masken, Schutzgürtel, all das muss man natürlich schnell haben, ich will das gar nicht nochmal sagen, Videokonferenztechnik, Homeoffice-Ausstattung, das sind die Beispiele für IT-Leistungen, IT-Dienstleistungen und wir haben letzten Endes damit riesigen Bedarf. Was man neben schnellen Vergabeverfahren auch machen kann, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist persönlich, wenn wir schon gute bestehende Verträge haben, kann man natürlich ganz schnell aus solchen Verträgen abrufen. Hat den Vorteil, sie brauchen kein ganz neues Vergabeverfahren anstrengen. Und deswegen sollte die Landesverwaltung es auch immer anstreben, dass wir gute Rahmenvereinbarungen schließen mit starken Partnern, weil ein Abruf aus einer Rahmenvereinbarung innerhalb weniger Tage möglich ist, wohingegen selbst die kürzeste Ausschreibung immer länger dauern wird. Da ist natürlich dann auch die rechtliche Frage. Da sagen mir ganz viele, naja, da verdrehen Sie auch ein bisschen das Vergaberecht, weil Sie können ja nur ausschreiben, wenn Sie einen konkreten Bedarf haben. Muss man vielleicht auch mal ein bisschen Argumentations-Hirnschmalz, sag ich mal, reinstecken, warum man im Vorfeld vielleicht auch bestimmte Dinge ausschreiben sollte, damit man dann auch betätigen kann. Auch das eine Möglichkeit, also, worauf man sich stützt. Genau, das sind dann nochmal die Voraussetzungen. Man hat dann eine wertmäßige Beschränkung bis zu 50% des ursprünglichen Wertes. Das ist eine sehr, sehr spannende Thematik. Will ich, wie gesagt, weil meine Zeit auch beschränkt ist, gar nicht mehr auf eingehen. Wir sind nämlich ja noch zwei, drei weitere Akzente sehr wichtig. Und das ist zum einen, wir sollten als Verwaltungsteil oder als Teil einer Verwaltung nicht alles alleine machen. Sondern im OZG-Umfeld, das kennt auch Herr Professor Meyer-Falke sehr gut, gibt es das Einer-für-alle-Modell halt letzten Endes. Das bedeutet, dass wirklich, wenn eine staatliche Stelle etwas macht, andere es auch nutzen können sollen. Und diesen Gedanken, glaube ich, sollten wir uns öfter zunutze machen als öffentliche Hand. Und zwar überall. Das will ich mal einfach anregen. Auch zwischen Bund, Ländern und Kommunen muss es nicht immer Grenzen geben. Da können wir natürlich auch Folgediskussionen mal dran anknüpfen. Wo müssen da Grenzen gezogen werden, wo aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, das wäre sehr spannend, gemeinsame Ansätze dazu verfolgen, um innerhalb der öffentlichen Hand schneller zu effizienten Lösungen zu kommen. Und ich möchte das auch persönlich fördern. Ich habe da selbst jetzt bei ETNRW in meinem Einkaufsbereich den Bereich Kooperation gegründet. Nur mal als Beispiel, wenn Sie in andere Organigramme oder Geschäftsverteilungspläne gucken, den werden Sie da so, glaube ich, nicht häufig finden. Also das, glaube ich, eine konkrete Maßnahme, sich mal mit dem Thema Kooperationen zu beschäftigen.
Da versuche ich dann noch meine staatsrechtlichen Kenntnisse etc., meine Verwaltungskenntnisse nochmal genau auszudarben, letzten Endes, wenn wir dann da gucken, was zulässig oder nicht, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten. Aber das, wie gesagt, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die öffentliche Hand, zum einen nicht gegeneinander zu arbeiten, zum anderen aber auch nicht zu konkurrieren, in dem Sinne, dass man sagt, wir sind dann besser, wir stehen besser da als andere, sondern dass man gemeinsam nach schnellen Lösungen sucht. Was nicht heißt, dass man auch mal verschiedene Modelle adaptieren kann, so wie Professor Wusters vorhin ja auch gesagt hatte, dass sicherlich dazu könnte man auch den Mut haben. Aber in vielen Fällen, glaube ich, lohnt sich auch dieser gemeinsame Ansatz, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dann auch noch der Impuls, wir haben eine starke Wirtschaft. Wir Deutschen rühmen uns auch immer damit, dass wir ein guter Wirtschaftsstandort sind. Vor dem Hintergrund ist auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und mit Lieferanten wichtig, weil man sollte für die Pandemiebekämpfung alle Energien ausschöpfen. Und da wird immer wieder vergabetechnisch und beschaffungstechnisch kritisch gesehen, dass man Gespräche mit der Wirtschaft führt. Aber das gehört natürlich dazu, dass man sich zumindest austauscht. Das heißt ja nicht, dass ich einem anderen Unternehmen dann, mit dem ich gesprochen habe, einen Auftrag zuschustere. Das darf man natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber der Austausch, der übergreifende, ist, glaube ich, elementar wichtig, um die Potenziale, die man auf allen Seiten hat, auch zu nutzen. Zu Beginn der Pandemie kam ein Wirtschaftsunternehmen zu uns und hat gesagt, wir haben schon bei einem Formel-1-Rennen einen digitalen Ansatz ausprobiert, der gut funktioniert. Vielleicht können wir den auch als Land nutzen, halt letzten Endes. Da muss man ja zumindest bereit sein, sich so ein Modell erklären zu lassen und auch Gespräche mit diesen Unternehmen zu führen. Ich persönlich finde das wichtig, dass man neben öffentlich-öffentlichen Kooperationen auch die Unternehmen, die stark aufgestellt sind, als Gesprächspartner an den Tisch holt. So, genau. Und dann natürlich die Rolle der Hilfsorganisation. Es bleibt mir gar nicht mehr so viel Zeit, darzustellen zu nehmen, aber wir hatten ja insgesamt die Rolle der Hilfsorganisation auch schon durch Herrn Dr. Hüder gut hervorgehoben gehabt letzten Endes. Das ist natürlich so, dass es da auch vergaberechtliche Besonderheiten gibt in bestimmten Facetten, Stichwort Katastrophenschutz und darüber hinaus. Da gab es ja auch vor, ich glaube, 2 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, das EuGH-Urteil, was da eine große Rolle gespielt hat, zu Bereichsausnahmen. Diesen Bereich sollte man immer mal wieder diskutieren. Das kann man in der Krise noch mit Hilfsorganisationen vielleicht zukünftig noch einfacher gestalten, weil der Beauftragung letzten Endes auch, weil ich glaube, das darf man in Fug und Recht sagen, das sage ich nicht als Landeskonventionsbeauftragter und damit auch DRK-Vertreter, sondern ich glaube, es hat sich wirklich generell gezeigt, dass die Kommunen, das Land, aber auch der Bund durch die Arbeit und die Zusammenarbeit mit anerkannten Hilfsorganisationen ja sehr viele gute Mehrwerte erreicht. Das war dann auch eine Gemeinschaftsleistung und daher sollte man in diesem Bereich zumindest gucken, kann man vielleicht auch mal bei einer anderen Gelegenheit dann vertieft diskutieren, welche Ausnahmen, welche Möglichkeiten kann man auch dafür Beschaffungen oder Beauftragungen in Zukunft ermöglichen. Also da bin ich, wie gesagt, jetzt aus Zeitgründen, das bin ich über meinen eigenen Beitragslimit hinaus, da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber dieses Miteinander, das die Hilfsorganisation kennzeichnet durch einen ehrenamtlichen Einsatz, das kann, glaube ich, auch ein Mehrwert sein, sich diese Strukturen auch zunutze zu machen. Weil da hat man dann übrigens teilweise, ich sag mal, wirtschaftliche Strukturen halt letzten Endes, auf die man zurückgreifen kann. Weil den Ehrenamtlichen, der jeden Sonntag in den Katastrophenschutz geht, den bezahlt man in dem Sinne ja nicht, sage ich jetzt mal, ich will es auch nicht untertreiben, aber die sind natürlich ehrenamtlich und geben dann auch ihren Beitrag dazu. Das ist schon fast der Rausschmeißer, daher will ich mich noch mit einem Fazit kurz verabschieden halt tatsächlich. Ich möchte zum einen erreichen, und das ist mir tagtäglich wichtig, deswegen mache ich auch nebentätigkeitsmäßig viel im Vergaberecht, dass man die Potenziale der Beschaffung erkennt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil alles das, was Sie brauchen, auch zur Pandemiebekämpfung, müssen Sie beschaffen. Sie haben das nicht alles im eigenen Schrank etc., sondern die Beschaffung ist ein wichtiger Teil staatlichen Handelns. Und wenn Entscheidungsträger sagen, wir haben es nicht mit der Beschaffung, dann ist das der falsche Ansatz. Das muss man in aller Deutlichkeit aus meiner Sicht sagen, das verkennt die zahlreichen Potenziale, die in diesem Bereich existieren. Und deswegen muss man aber auch die Beschaffungsbereiche so aufstellen, dass sie das natürlich ermöglichen können, weil sonst hat man auch da die Situation, die sie hat, dass sie dann alleine die Verordnung schreiben dürfen, dass man da hinterher die Sachen auch alleine machen muss letzten Endes. Also auch da muss man natürlich gucken, dass man sich in dem Bereich stark aufstellt. Kann zum Beispiel über ein zentrales Beschaffungsmanagement sogar nachdenken. Das Bundesinnenministerium macht das zum Beispiel mit seinem eigenen Beschaffungsamt des BMI. Gemeinsame Formate übergreifend mit allen Beteiligten, das sollte man weiter fortsetzen und intensivieren. Die heutige Runde war ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und dementsprechend, ich habe mich jetzt bemüht, einige Impulse in kurzer Zeit zu verpacken. Ich hoffe, dass das ein oder andere vielleicht nochmal aufgegriffen werden kann.
Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, Teil dieser Runde zu sein. Schließen möchte ich, wie ich begonnen habe, mit einer Anekdote. Ich habe vor Corona auch gerne mal eine E-Mail mit herzliche Grüße MPK unterschrieben. Der Name MPK ist natürlich jetzt an der Stelle irgendwie verbrannt und das werde ich jetzt vielleicht nicht mehr so häufig tun. Aber gut, so ist es halt. Jetzt unterschreibe ich damit Moritz für den Kopf. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Vielen Dank, Dr. Koch, für diesen informativen und auch inspirierenden Vortrag. Das bringt uns auch schon zu dem finalen Vortrag von Mette von Herrn Dr. Heinisch, Stadtgebiet der Industrie-Gleichstellung. Und ich glaube, seine Expertise ist bereits eingangs in den Bereichen Deutsche und Kommune durch die Vorstellung von Herrn Thieberger sehr deutlich geworden. Deswegen ja, möchte ich auch beschränken, noch einmal zu erwähnen, dass es wirklich eine große Ehre für uns hier sind und dass wir sehr. Vielen Dank für die Einladung und spannendes Projekt, den ich hier den wir gemeinsam hier gestaltet haben. Ich sage ein bisschen was jetzt der kommunalen Ebene, ohne entsprechende Charts, sondern möchte im Sinne von juristischer Entdeckerei Ihnen vielleicht ein paar Dinge auf den Weg geben, sobald wir jetzt kein Doktorat-Thema gefunden haben, was Sie sich im öffentlichen Recht vielleicht da noch gucken können und was Sie dann an dieser Stelle dann noch zu besonderen Gerieten führen. Ich möchte sagen, so der kommunale Bezug ist natürlich einmal unser Ministerium. Wir machen alles, was in Kommunen so stattfindet in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine ganze Menge mehr, als vielleicht auf den ersten Blick so Ihnen ins Auge springt. Das geht nicht nur über die Aufsicht von bestimmten die auch für bestimmte Versorgungssachen in Kommunen und deren Mitarbeiter, sondern insbesondere natürlich alles, was rund um die Kommunalfinanzierung ist. Meine Finanzierungsgesetz geht jetzt gerade auf die Reise, damit verteilen wir jedes Jahr 14 Milliarden Euro im Land. Wir haben aber natürlich auch die Aufsicht über die Haushalte der Kommunen, über kommunales Personal. Wir machen die kommunalen Vergabegrundsätze, die liegen bei uns im Haus, ist aber auch das Kommunalverfassungsrecht. Da käme ich jetzt ein Stückchen weit an, neben den vielen anderen Tätigkeitsfeldern unseres Hauses. Man muss insofern also erstmal sich ja vor Augen führen, Nordrhein-Westfalen hat eben 396 Kommunen und 31 Kreise. Das ist eben insofern eine relativ niedrige Zahl, das möchte ich nochmal betonen. Also die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind im Schnitt relativ groß, da ist allerdings eine Spannbreite dabei. Also im Schnitt hat die nordrhein-westfälische Kommune 44.000 Einwohner. Da ist natürlich Bochum hier zum Beispiel nicht da deutlich drüber. Ja, es gibt aber auch das Dahlem in der Eifel, das liegt mit seinen 4.000 noch was Einwohner etwas darunter. Man muss sich aber immer bei der Größe der Kommunen mal so vor Augen halten, wenn Sie jetzt an altehrwürdige Universitätsstädte wie Passau denken. Ich werde uns mal beschäftigt haben, wie viel Einwohner Passau hat. In Bayern? 45.000. Ja. Und ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, bis hin zu der Frage, wie viele Städte über 250.000 Einwohner es in Rheinland-Pfalz gibt. Keine. Ja. Also deswegen, selbst Städte, deren Namen Sie kennen, von Mainz und was da alles so dazugehört, die kommen alle mit 250.000 Einwohnern an. Das heißt, es werden Ruhrgebiete irgendwie hinten ganz hinten weggerückt, gestärkt. Und deswegen also haben wir schon Strukturen, wo Kommunen relativ groß, relativ stark sind im Schnitt. So, aber wie gesagt, wir haben eben diese große Spreizung. Und diese Kommunen entscheiden im Jahr über Ausgaben oder Einnahmen, je nachdem, in Höhe von ungefähr 80 Milliarden Euro. Und halten rund 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Bestand, wenn Sie so wollen. Sie sind also von daher eine sehr wichtige Verwaltungsebene, sind zentrale Verwaltungsebene eigentlich. Wenn Sie sich vorstellen, dass die ganze Europäische Kommission weniger Mitarbeiter hat als die Stadt Köln. Ja? Und deswegen ist es also insofern ein starker Faktor im Staat, der auch irgendwo natürlich beachtet sein will. Und das ist ja richtig, wenn wir uns über Verwaltungsgeschäft bewegen, das ist so, das Land Nordrhein-Westfalen ist dieses Jahr oder ja gerade 75 Jahre alt geworden, seiner Schaffung, wenn wir ein Jahr noch weiter zurückrechnen, kommen wir an den Moment heran, wo eben der Zweite Weltkrieg zu Ende war und das war hier die britische Besatzungszone und da gab es ja eine ganz klare Linie, erstmal no administrative breakdown, also bloß keinen Verwaltungszusammenbruch erleben, sondern Kinder wollen grundsätzlich ja irgendwie zur Schule gehen, werden nicht mehr. Die Verwaltung musste irgendwie funktionieren und das hat die britische Militärregierung eben hier so gemacht, dass sie zuerst sofort Bürgermeister wieder eingesetzt hat. Also das heißt, die Ebene
Also die Bundeslandesebene, wie wir die heute kennen, gab es ja gar nicht. Aber nochmal diese staatlichen oberen Ebenen haben die alle erstmal nicht interessiert, beziehungsweise das haben die gemacht, ja, und geguckt, dass die in den Kommunalverwaltungen, dass die wieder sozusagen ans Laufen und Arbeiten kriegen, natürlich mit Personen, die von ihrer politischen Ausrichtung einen Bruch zu dem waren, was bisher da war. Ja. Also das heißt, die haben sehr schnell dann Leute hingesetzt, weil sie gesagt haben, wir wollen diese kommunale Ebene wieder in Wirkung setzen. Und das war ich deswegen, weil wir jetzt heute, wenn wir uns über die Bedeutung von Kommunalverwaltung unterhalten, der Lessner hat das eigentlich sehr schön dargestellt, am Anfang sowohl die Chancen, aber auch die Probleme, die in diesen Allgemeinverfügungen steckten. Ja, aber dass in der Fläche eben Verwaltungswissen da ist und die Regeln erstmal ihren Kram, mal ganz auf Deutsch gesagt. Und da muss man sich schon mal nicht mit beschäftigen, geht man davon aus, wir führen da eine Aufsicht drüber, aber dass die es erstmal im rechtsstaatlichen Sinne natürlich so machen, wie es auch in dem Gesetz halt drin steht als Verwaltung, im Sinne von allen rechtsstaatlichen Grundsätzen. Das heißt also, Kommunalverwaltung ist für Gefahrenabwehr, kein Infektionsschutz, aber Daseinsvorsorge, ja, kritische Infrastruktur, soziale Sicherung, das ist also eigentlich Kernebene und die muss handlungsfähig bleiben. Und Sie wissen ja, spätestens seit dem Freiherr vom Stein und seiner Verfassung, die er den Kommunen gegeben hat, 1808 war es, glaube ich, ist es eben so, dass wir ja da zwei Organe haben auf kommunaler Ebene. Auf der einen Seite irgendwie eine Profi-Position, also das Rathaus, also Bürgermeister, Bürgermeisterin, Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, Landrat, Landrät, das sowas. Und auf der anderen Seite steht in der Region, aber da gibt es nur einen, der ist der Art. Und am Ende habe ich halt eigentlich auch nur Landrat, aber egal. Den Grund meiner Marke verzeihen wir dazu. Nein, also die Frage ist ja letztlich die, dass wir an dieser Ebene, also das eine sozusagen das Profi-Organ haben, dass also die täglichen Geschäfte, auch die laufenden Geschäfte da letztlich entsprechend verwaltet, auf der anderen Seite aber ein demokratisch gewähltes Gremium haben, der Stadtrat, der Kreistag, die also da mitbestimmen. Also diese beiden Organe, das klappt auch nicht immer reibungsfrei, da gibt es ja genug Streitigkeiten, weil die wir auch im Kommunalverfassung vielleicht diskutieren können, aber diese beiden Organe, die müssen funktionieren, damit am Ende das funktioniert, was Kommunalverwaltung ausmacht. Also es kann nicht nur der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sein und es kann auch nicht nur der Stadtrat sein. Also keiner kann alleine und beide müssen irgendwie zusammen und beide müssen funktionieren, damit eben die Kommunen handlungsfähig bleiben. Und da stehen wir jetzt plötzlich am Rande der Pandemie vor bestimmten Problemen, nämlich vor der Grundsatzfrage, dass ja die Kernentscheidungen, die in der Kommune gefällt werden, die gehören ja demokratisch und kommunalverfassungsrechtlich nicht auf die Bürgermeisterseite oder die Bürgermeisterinseite, sondern in den Stadtrat. Das heißt, der Stadtrat entscheidet grundsätzlich, außer diese Delegationsfiktion der laufenden Geschäfte, grundsätzlich über alle maßgeblichen Fragen, die in dieser Stadt anstehen. Es sind Finanzen, aber das sind auch banale Fragen, wie zum Beispiel die Übernahme einer Bürgschaft für die Rettung des städtischen Kulturbetriebe, bis hin, wenn die jetzt beschissen sein müssen, bis hin zu der Frage, ob Corona-Zentren kommunal eingerichtet werden sollte. Das ist jetzt vielleicht also noch nicht ganz Realität, aber das wäre eine Entscheidung mit Stadt. So, und jetzt ist halt die Frage, wie gewährleisten wir das denn gerade in solchen Krisenzeiten? Denn diese Räte sind mitunter schon auch stattliche Gremien, also der Rat der Stadt Köln hat 90 Mitglieder. Und wenn die jetzt zusammen tagen sollen, um eine Entscheidung zu treffen, dann ist eben die spannende Frage, dann ist das eigentlich genau die Versammlung, die wir manchmal unter Weihnachtsbaum bringen. Also letztlich die Frage, wie bringen wir eigentlich diese Organe jetzt in die Krise reingetragen? Und diese Frage hat sich sehr plötzlich gestellt. In dem Augenblick, wo nämlich ein Lockdown kam, weil jetzt die Frage, ja keiner darf sich irgendwie nicht dahin. Wie machen wir das denn jetzt mit dem Stiftsrat? Der hat ja bestimmte Funktionen. Und es gibt eben in der Kommunalverfassung keine Regeln, wie man an dem Stadtrat vorbeikommt. Immerhin, aus guten Gründen übrigens natürlich. So, und daneben kommt noch eine zweite Sache dazu, gerade bei den Stadträten. Und da wollen wir auch so ein ganz grundlegendes Prinzip von kommunaler Selbstverwaltung. Sagt ja eigentlich, geht dir der Rat aus, geh zum Rathaus. Also das ist ja so eine Sache. Und ich kann Ihnen versprechen, also ich war selber in meinem ehemaligen Leben, das wurde eben nicht so genannt. Wenn wir an der Stelle jetzt aber nochmal betonen, war ich Bürgermeister, bin dann relativ jung geworden, mit 28 Jahren, habe eine ganze Weile lang. Und man merkt schon, also viele Leute verstehen, also viele Dinge, die wir eben diskutiert haben, staatliche Ebene, das versteht gar keiner. Aber die wissen halt, wenn die was haben, das stimmt bei allen auch der Mantel. Wenn das so was ist, also im Rathaus, ja, dann sagen sie, so geht das nicht. Und deswegen ist das also eine unheimlich wichtige Stelle, unheimlich wichtige Funktion. Und diese Öffentlichkeit und diese Erreichbarkeit, die sie dabei sein können, das ist wichtig. Und das ist eben gerade auch nach unserer Kommunalverfassung für den Rat vorgegeben. Die Sitzungen sind öffentlich. Das heißt, jeder und jede hat die Möglichkeit, dahin zu gehen, sich das anzugucken, was die da bereden, sich die Argumentation anzuhören und zu sehen, wie die da abstimmen. Das ist so ähnlich,
würde ich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber bei der Judikative sind aus guten Gründen auch Gerichtsverfahren grundsätzlich auch öffentlich. Und genauso ist eben eine Verhandlung eines Kollegialorgans mit dem Stadtrat öffentlich. Und deswegen ist jetzt die Frage Zugang zu Sitzungen. Wie machen wir das eigentlich bei der Pandemie? Wie gehen wir mit dieser Öffentlichkeit um? Und da kommt jetzt sehr schnell etwas hin, nämlich die schwierige Frage, oder ich brauche noch ein anderes Beispiel, dieses persönliche Zusammentreffen, das hat eine Bedeutung. Und wie kann man das, wenn Sie den Stadtrat, also Nürnberg ist eine kleine Kommunikation, da gibt es nämlich so eine sehr pathetische Geschichte, da gibt es nämlich ein Rathaus, der Ratssaal, und die Besonderheit in Nürnberg ist, dass der Tisch, wo alle sind, ist rund. Jeder guckt sich in die Augen. Das ist sozusagen die Sache, die Ratsmitglieder, die miteinander reden, sind nicht irgendwie wie in so einer Vorlesung, sondern jeder sieht jeden. Und jeder soll jedem mit seiner Sicht gucken, wenn er mit. Und das ist also noch diese Besonderheit. Und das ist etwas, was man juristisch eben einmal diesen Öffentlichkeitsgrundsatz, aber eben auch in der Sache fragt, dass wir grundsätzlich notpräsente Sitzungen erlauben. Also wenn Sie jetzt einen Aufenthalt einer GmbH haben zum Beispiel oder eine Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft, dann haben Sie die Möglichkeit, auch Umlaufbeschlüsse zu fassen. Das kennt ein Stadtrat nicht. Ja. Umlaufbeschlüsse, also Umlaufbeschluss halt, ich schreibe das auf und dann wird das rumgeschickt, beziehungsweise jeder schreibt, ich bin dafür, dagegen, ich kreuze das an, schicke das zurück, wie auch immer, also ein schriftliches Verfahren quasi. Das kennt ein Stadtrat eben nicht. Das ist in der Kommunalverfassung, steht das nicht ausdrücklich drin. Wenn Sie jetzt aber eine historische Auslegung machen, werden Sie feststellen, das ist nicht gewollt. Man will, dass Sie da hinkommen, reden, diskutieren und jeder soll sich das an. Und jetzt kommt man immer schnell, natürlich, wir sind ja in modernen Zeiten unterwegs. Also einmal wäre dann dieser Begriff Transparenz, also das ist auch vom Schein, das haben sich spätere Generationen ausgedacht, aber dann ist eigentlich genau dasselbe. Und jetzt ist also die spannende Frage, jetzt kommen alle um die Ecke und sagen, es geht ja nicht. Ne, digital ist das Gleiche oder ist ja das Gleiche, die Leute gibt es ja auch. Und ich sage immer, ich hätte gerne mal eine Schule geschlossen als Bürgermeister im Stadtrat, wo die Leute digital dabei gewesen wären, anstatt nur vor dem Rathaus zu stehen und auch jetzt nur um richtig Palabras. Kein Problem, kriegen Sie in 3 Minuten nicht gestimmt, das Ganze. So, deswegen glaube ich, ist das schon also eine reine Fläche, die wir dadurch riskieren. Und jetzt ist die spannende Frage, die uns die Pandemie so vor Augen geführt hat. Wie ist das eigentlich jetzt mit dieser provokante Frage? Geht das, dass ich so ein Sitzungsgeschäft kommunal ins Digitale verlagere? Und da gibt es halt quasi eigentlich nichts dazu. Klar, da immer mal irgendwer sich darüber Gedanken gemacht. Wir haben da im Landtag viel darüber geredet. Zwingende Plenum, sondern auch so in den Fraktionen, übrigens auch parteiübergreifend zwischen den Fraktionen, die haben da wirklich gerungen und sich da intensiv beschäftigt. Geht das oder geht das nicht? Beziehungsweise geht das in der Pandemie in Ordnung als Ausnahme oder ist das etwas, was wir immer jetzt ermöglichen wollen? Also, das heißt, ich kann dann künftig vom Mallorca-Strand aus mich eben mit dem Laptop als Staatsanbieter in den Jetsitzung reinsetzen und sagen: Guck mal, hier ist mein Cocktail und ich mache schon mal eben jetzt die Schulschließung ab. Wollen wir das? Also ich kann Ihnen versprechen, es gibt Parteien, auch noch die Partei, die wird das sofort machen. Also Sie wissen nicht, weil ich das Ihre Partei. Deswegen wissen wir also an dieser Stelle, also wir haben ein Störgefühl. Und wir haben dann also aus unserem Haupt heraus mit einer Menge Erlasse, Handlungsempfehlungen, Hinweise rausgegeben, erstmal im März 2020, immer mal quasi zeitgleich damit schon auf der Schiene, wie man diese kommunalen Gremien ordentlich organisiert. Ich mache das jetzt nicht mehr alles im Detail, es ist in vielerlei Hinsicht Vergangenheit und ich hoffe, es kommt nicht wieder. Aber das sind eben natürlich Notregime, Dringlichkeitsbeschlüsse, sowas gibt es ja alles in der Kommunalverfassung, die aber zeitnah bestätigt werden müssen. Es gibt Delegationsmöglichkeiten und davon haben wir dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, maximal Gebrauch gemacht. Und ich habe immer so ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn man eben sieht, mit welcher Leichtigkeit solche, sagen wir mal, 200 Jahre alt demokratischen Institutionen mal eben so mit einem Federstrich über Bord geworfen werden, weil das muss jetzt so sein. Mensch. Also deswegen ist das also eine Frage und das hat mir so ein bisschen auch Bedenken, hat mich ein bisschen beängstigt, wir haben heute Morgen was über Ausnahmezustände, über Ausnahmezustände und sicherlich jetzt auch an der völkerrechtlichen Ebene, lässt sich aber auch auf nationaler Ebene diskutieren und die Frage ist, fand ich, man war sehr schnell dabei. Es gibt ja Leute, die im Augenblick jetzt sagen, ach, was wir jetzt alles nach Lockdowns gemacht haben, was wir haben, dann haben wir demnächst dann den Klimaschutz. Ne, weil ist da mit dem Strom alles so schwierig, wir kriegen den ja nicht mehr produziert hier, wenn wir das alles abschalten und nachts geht dann auch nicht mehr, also machen wir dann nächstes Jahr Klimalockdowns. Also das ist jetzt provokant gewesen, aber das hat mal einer tatsächlich aber auch nicht gehört, hat das mal in die Diskussion reingebracht, wie hoch eigentlich die Hemmschwelle dann sein würde. Oder auch nicht. Also deswegen möchte ich sagen, es gibt bestimmte bestehende Strukturen, es gibt Abläufe in der Kommunalverfassung mit der langen Geschichte, aus meiner Sicht auch gut hinterlegt
Und jetzt ist die spannende Frage, wie tragen wir die an den Lehrstuhl Pandemie eigentlich in die Zukunft rein? Und das Thema kann ich Ihnen mal empfehlen, also Helga noch was zu, relativ wenig durchdrungen. Es gab da Versuche, also für die Pandemie hat zum Beispiel das innovative Bundesland Bayern, aber auch Baden-Württemberg und Brandenburg haben das also jetzt dann für die Kommunen ermöglicht, digitale Sitzungen. Also von den 1.100 Kommunen in Baden-Württemberg, wir haben nur 396, nochmal so zum Größenverhältnis, Baden-Württemberg hat etwas mehr als so viele Einwohner in Nordrhein-Westfalen. Aber von 1.100 Kommunen in Baden-Württemberg haben also ganze 10 für digitale Sitzungen entschieden. Ja? In Bayern war das Verhältnis ähnlich. So, man hat das war nicht nur fürchterlich geplant. Und wenn sie die gefragt haben, der Bürgermeister hat er gesagt, ja, dann hat der digitale Sitzung gemacht, aber den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan, mit dem man nachher der Oberverwaltungsgericht landet, den machen wir lieber in der nächsten Sitzung, weil wir das treffen können. Weil bevor uns diese ganzen Dinge nach dem Oberverwaltungsgericht auf die Ohren gewartet werden, dann lassen wir das mal lieber bleiben. Also das heißt, wir haben da eine Menge gemacht und ermöglicht und andere Bundesländer noch viel mehr als wir, aber es ist dann doch nicht so nachgefahren. Und insofern, glaube ich, ein spannendes Thema, über das man sich in der Zukunft noch Gedanken machen sollte, im öffentlich-rechtlichen Bereich, Kommunalverfassungsrecht, was wir zugelassen haben, das ist aber etwas weniger problematisch, digitale Fraktionssitzung, das geht, Sie können dafür Entschädigung bezahlen, aber die Digitalisierung von Ratsarbeit, auch nur die Präsenzsitzung, die ein digitales Thema hat wie diese Tablets. Wir befinden uns da im intensiven Diskussionsprozess mit der Bremsscheider Kommunalpolitik, gerade zu der Frage, ist das mit der Aufwandsentschädigung, also dann jetzt mal vereinfacht gesagt, den 14,70 Euro, die ich im Monat kriege, ist das dann angemessen, reicht das, damit derjenige sein Tablet mitkauft und mitbringt? Das war, wie man sagt, wie lange muss ich eigentlich gewartet, jetzt nicht schon mal. Aber egal. Also das sind so alle Fragen, die dann wirklich irgendwie da kommen, ja, und denkt man erst gar nicht dran, aber das Leben ist erfindlich. So, daneben hatten wir sehr viel zu tun, das will ich jetzt aber nur sehr historisch erwähnen, einfach, dass Sie es mal gehört haben, nämlich die Frage, weil das etwas weniger juristisch ist mit den Kommunalfinanzen, also letztlich die schwierige Frage, ich hatte das eben erwähnt, 80 Milliarden kommen irgendwo her, die gehen auch irgendwo hin. Jetzt war eben die Schwierigkeit, dass natürlich das Maximum eigentlich so das höchste, wovon die Kommunen leben, die größte Einkommensquelle ist die Gewerbesteuer. Die ist natürlich mit Schließungen und vielen Dingen runtergerauscht. Parallel hatten wir auch ein paar Ausgaben zu tätigen, weil natürlich in der Pandemie bestimmte Positionen in die Höhe gingen. Also es hat die Ausgaben gestiegen, die Einnahmen eingebrochen und wir mussten jetzt die haushalterische Elemente überlegen, wie wir das eigentlich einfangen, neben dem, dass wir die Liquiditätskredite, Nachtragssatzung und sowas alles einfacher ermöglicht haben und gleichzeitig als Land in die Tasche gegriffen haben, sämtlich erst den Bund die Gewerbesteuerausfälle ausgeglichen haben und jetzt sämtliche Steuerrückgänge in den Jahren 2021, 2022 in die Gemeindefinanzierungsgesetz vorfinanzieren, das sind Milliarden, ja, sind wir hergegangen und haben ein, also zahlen wir alle, je jünger sie im Raum sind, desto länger. Haben wir die Möglichkeiten denen gegeben, dass sie in ihren Finanzen die Covid-Schäden isolieren, also sozusagen eine Art Wertbank anlegen. Das heißt, wir können dort die eigentlich ersten Probleme reinrufen und dann über 50 Jahre langsam abschreiben. Heißt nicht, dass die weg sind, sondern müssen dann über 50 Jahre abgetragen werden. Ich hoffe, die nächste Pandemie kommt dann erst nach den 50 Jahren. Also heißt, wir haben da aber die Möglichkeit gegeben, aber das muss man auch sagen, Geld ist halt auch unendlich. Und da sind es noch ganz, ganz viel anderes, was da ein bisschen zu vergraben und setzen, was da passiert ist. Ja, insofern, also einige Kommunalverfassungen, denke ich, spannende Fragen. Wichtig ist, dass die Kommunen in der Funktionsfähigung in der Lage gehalten werden. Und einmal mehr, unter dem Stichwort juristischer Entdeckergeist, glaube ich, diesen Panel wieder zu beitragen, dass wir an dieser Stelle Probleme kennengelernt haben. Die Digitalisierung ist vorangeschritten. Also bei uns im Ministerium darf man nochmal Werbung machen. Ja. Also da waren wir auch schon vor der Pandemie in der Lage. Wir haben das Telearbeit, das war nicht der modernste Gerät, aber der Mitarbeiter bei uns völlig frei. Wir hatten auch vorher schon alle Laptop an, alle Mitarbeiter und Mitarbeiter bei uns einfach im Schreibtisch. Aber da ist auch in jedem Laptop ist eine Linkkarte drin, die können arbeiten, von wo sie wollen. Und letztlich haben sie sozusagen alle Freiheiten und das ist natürlich so. Deswegen also dank die TNRW selbstverständlich, weil wir jetzt gegen einen Tanja und haben ja Partner, also muss man auch immer alles gut finden. Es gibt immer viele Kritiker oder so, da denkt man einen richtigen Weg und dann machen wir sonst noch bei einem. Das ist wirklich eine tolle Volksverhältnis. Ja, sage ich mal an dieser Stelle, wie gesagt, viele Themenfelder, die eine weitere Spannung haben. Dankeschön. Danke
auch nochmal einen Beitrag hier und zeige ich dir nochmal alle unsere Redner des letzten Panels. Mit Blick auf die Zeit müssen wir leider auch auf die Fragen verzichten oder auf Abendessen auch Gespräche nach meinen Kollegen. Und ja, damit danke auch an das Zugedacht, dass ich jetzt versuche, in einer Minute zu machen, damit wir das letzte Mal gehen können oder zu den Familien oder wohin immer. Ich will natürlich zumindest einmal noch, weil jetzt so leider auch sehr überzeugend für andere Rechtsbereiche und für Werbung. Ich will natürlich schon noch mal sagen, es ist auch toll, dass man auch tolle Promotionsthemen hat, sozusagen. Aber mit etwas mehr Ernst gesprochen, haben wir vielleicht gemerkt, dass das, was der Herr Paul, also unser Rektor, am Anfang gesagt hat, wie eng die einzelnen Ebenen eigentlich miteinander zusammenhängen. Dass sich gewisse Probleme in verschiedenen Ebenen, zwar in verschiedenen Gewand, aber doch in ähnlicher Art und Weise stellen. Ja, Paul hat vorhin gemerkt, dass im Grunde große Bereiche auch des nationalen Rechts Auslöser des humanitären Völkerrechts sind. Und das würde ich auch nur noch mal betonen. Ich freue mich wirklich sehr, danke sehr herzlich. Ich möchte vielleicht noch mal einige Personen besonders hervorheben. MPK und Rüder, die beide also sehr fleißig dabei waren, die Konferenz mit uns planen, auch im Pass, und da wollte ich jetzt gar nicht bisher genug haben, aber nur einmal kurz durch MPK. Und vielleicht auch nochmal den Herrn Staatssekretär, der noch nicht nur kurz vorbeigekommen ist für 5 Minuten, sondern der die ganze Zeit hier dabei war. Das finde ich schon wirklich bemerkenswert und dafür ein ganz großer Dank. Und ich hoffe, dass dieser Austausch, den wir jetzt begonnen haben, wirklich ein Beginn ist und kein Ende, sondern dass wir solche Veranstaltungen mit dem Förderverein oder auch sonst jetzt regelmäßig machen. Das würde, glaube ich, wenn ich so in die Gesichter der jungen Leute schaue, auch bei den jungen Leuten sehr gut ankommen und darauf, das würde ich mir wünschen, sozusagen im Namen aller. Also vielen Dank und jetzt einen schönen.